Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt einen Monat nichts hochgeladen, aber diesen Monat geht es wieder los mit Videos. Lasst gerne ein Like und dein Abo da. Viel Spaß jetzt beim Video. Hallo meine Leute und ein herzlich willkommen zu einem viel zu späten Livestream mit Sveltrumpe auf WeLive Online. Kann der Hund da draußen aufhören zu bellen? Warte, ich guck mal kurz raus. Kann der Hund aufhören zu bellen? Guck mal, der bellt hier einfach random hin. Aufhören, Hund. Aufhören. Hund, hör auf. Der hat keinen Besitzer. Ja, da wundert es mich nicht, dass der hier bellt. Warte, ich muss ihn nur ein bisschen umschubsen. Hä? Ich kann nicht wegschubsen. Was mache ich jetzt mit dem Hund? Der bellt jetzt den ganzen Tag. Soll ich den tasern? Ich will nicht tasern. Ich will ihn hier eigentlich nur ein bisschen wegschubsen, aber es geht ja nicht. Ah, ich habe eine Idee. Das ist, wenn ich mich auf ihn drauflege. Ah, what the fuck, wo war ich denn gerade? Ui, der Hund wollte mir ein anderes Universum zeigen. Hier ist ein Portal, Leute. Hier ist ein Portal in ein anderes Universum. Der wollte mir nur das Portal zeigen. Ruhe jetzt. Sie verstoßen gegen das Gesetz. Es ist ein Krankenhaus. Hier wollen Leute... Ich glaube, ich muss einen Taser. Das geht nicht anders. Der Hund, schaut mal, der geht auch hier Leute an. Es tut mir leid, Hundi. Du musst jetzt aufstehen und lauf weg. Ach, schau, ist gar nichts passiert. Ja, jetzt endlich. Leute, ist nichts passiert. Das war kein richtiger Taser. Ich habe extra ganz wenig Ladung genommen. Einfach nur, dass er aufhört zu bellen. Dann war es mal schnell durch. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr dort ranfahren, hm? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Das Auto gleich noch ganz kaputt ist. Boah, Kollege! Boah, aus dem Nichts! Was macht der denn? Ist er da gerade drüber gefahren? Ist das gerade gesehen? Ist das ein Kopfloser? What the hell? Okay, ich habe alles gesehen. Habt ihr gerade den Kopflosen gesehen, was der gemacht hat? Habt ihr das gerade... Das war ein Kopfloser? What? Der Kopflose ist gerade hier vorne umgedreht, mitten auf der Autobahn. Das habe ich noch nie gesehen oder beobachtet, dass das ein Kopfloser macht. Da ja, drauf ja. Jemand. Guck mal. Wo, auf der Insel? Nee, hier links. Guck, da kommt ein Kopf und zwei. Ui, ja. Ja, perfekt. An Bord. Der Bord ist über der andere, über dem anderen Gegend. Sofort die Hände nach oben, LAPD! Raus aus dem Fahrzeug! Die Hände nach oben! Sonst tasern wir sie! Raus aus dem Fahrzeug, sonst tasern wir sie! Hände nach oben! Kennen Sie auch Ihre Rechte daher? Ich kenne meine Rechte sogar besser als das ganze PD. Wenn du dich mit mir unterhalten willst, dann geh ein bisschen weg, Alter! Durch den 5 Polizisten! Meine Fresse, Alter! Ich will meine Wurst! Sind Sie mal leise, bitte. Nee, sind Sie ruhig, Alter. Sie haben hier gar nichts zu sagen. Doch, tatsächlich haben wir das Sagen. Wer steht den Handschellen da und wer nicht? Ja, das wird sich noch ändern, Alter. Officer. Sie haben tatsächlich das Recht zu schweigen. Und das würde ich vielleicht Ihnen mal wirklich ans Herz legen. Dann gehen Sie ein bisschen weg, wenn Sie mit mir reden wollen. Meine Güte, wie dumm sind Sie eigentlich? Warum soll ich weggehen? Sie rennen doch dann weg. Mit mir? Ich höre Sie doch die anderen Polizisten. Können Sie bitte nicht so laut schreien? Das hört man bis hier. Scheißegal, wie laut ich schreie. Mir aber nicht. Plus 8000, der spinnt doch. Ja, ich weiß, Können Sie die Radarfallen alle noch bezahlen? Ja, toll, Kollege, jetzt rechne ich die gleich aber gerade mit dazu. Aber, nee, können Sie die ganzen Radarfallen wegmachen, geht das? Ich kann es suchen, aber echt nur so weit. Ja, das, bitte tun Sie mir den Gefallen, machen Sie, bitte bezahlen Sie mal alle Radarfallen, wenn möglich. Dann hast du auch einfacher. Ja, dann muss ich aber nochmal von neu rechnen. Ich habe tatsächlich bis jetzt im Taschenrechner nachgerechnet, habe mir alles aufgeschrieben und dachte mir, so passt. King vor hört. 1.5, nicht 1.05. Ah, beide check. Wir sind wieder im Funkkanal 1. Wir haben diese eine Karte. Bin ich eigentlich im richtigen Funkrad drin? Lass mich kurz gucken. Ja, du warst im richtigen 1. Alter, was ist denn heute los mit dir? Nee, weil vorhin, beste Beispiel. Mir wurde gesagt, ja, geh in Funk 105. Auf einmal hieß es, nein, falscher Funk, geh in Funk 1.5. Und danach, nein, geh in Funk 1. Man kennt sich nicht mehr aus, wo man hin muss. Es ist wirklich schlimm. Ja, wirklich. Und du fragst extra nach, in welchen Funk musst du? Ja, Funk 105. Dann Funk... Nein, ist falsch. Funk 1.5. Und dann du, Funk 1.5, bitte wieder raus. Gib bitte wieder Funk 1. Danke. Ich hab einmal durchgefunkt. Das ist durchgedreht vorhin. Wirklich. In so kurzen. Da so die ganze Zeit Nein. erzählst, diese Scheißrechnung. Das zweimal. Zweimal, weißt du? Dann so, ach, da bezahle ich die schnell. Und ich frage ihn vorhin fünfmal, können Sie die bezahlen? Nein, nein. Ach, wissen Sie was, dann bezahle ich die, die ich bezahlen kann. Ja, ist nicht so, als hätte ich schon davor gefragt, als könnte er das. Ich bin so kotzen, Alter. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal und ciao, ciao. So, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.